Das ist, glaube ich, die dümmste Idee ever. Ja, Leute, es ist soweit und zwar National Time. Das bedeutet, die Meisterschaften finden demnächst statt. Doch jetzt fragt natürlich sich der ein oder andere, was sind die Nationals? Naja, falls du in der Mond lebst, hier für dich. Die Nationals sind die Meisterschaften der verschiedenen Länder. Hierbei ist wichtig zu erwähnen, dass man in Europa eine teilnehmen darf. Das heißt, du musst nicht die nehmen, in der du wohnst, sondern du darfst irgendeine in Europa nehmen. Wichtig, du darfst nur an einer teilnehmen. Und ja, so gibt es zum Beispiel die deutsche Meisterschaft, aber eben auch zum Beispiel die österreichische Meisterschaft. Und ich könnte theoretisch bei einem von beiden teilnehmen. Doch ich habe mich dazu entschieden, bei der deutschen Meisterschaft zu sein und dort auch mitzuspielen. Sie wird am 15. bzw. 16. Juni stattfinden. Das Ganze ist ein 2-Tages-Event. Und ja, ich werde wieder mal mitspielen und nicht so wie immer, nein, 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 diesmal gibt es etwas ganz Besonderes. Denn normalerweise gucke ich ja, welches Deck ist so das Beste, welches Deck hat Potenzial zu gewinnen und dann nehme ich das eben und spiele dann eben damit das Event und versuche das Beste zu erreichen. Doch dieses Mal soll alles anders werden, denn dieses Deck hier, das entscheidet nicht ich, das entscheidet ihr. Ja genau, ihr habt richtig gehört, dieses Mal entscheide nicht ich, was ich spiele, sondern ihr. Das bedeutet, ich werde jetzt im Laufe der Zeit eben Abstimmungen machen auf YouTube. Auf YouTube gibt es ja die Möglichkeit, Abstimmungen zu machen. Und dort habt ihr dann eben die Möglichkeit zu bestimmen, welches Deck ich spiele. Ich werde das ein paar Steps machen, also es wird nicht nur eine Umfrage geben, sondern mehrere. Also müsst ihr da am Ball bleiben. Und zwar, ich werde zu Beginn fragen, ob ich eher Tier 1, Tier 2 oder Tier 3 spielen soll. Und dann werde ich anfangen, Decknamen auszuwählen, die ihr dann ebenfalls abstimmen könnt. Also nicht nur eine Umfrage, sondern mehrere. Und die erste Umfrage ist jetzt auch bereits gestartet, also jetzt, wo das Video rausgekommen ist, gibt es die erste Umfrage. Das bedeutet, ihr könnt eben abstimmen, was für ein Deck ich spielen kann, beziehungsweise wie spielstark das Deck sein soll. Denn die Spielstärke ist ja entscheidend und man kann da unterscheiden zwischen eigentlich so 3 bzw. 4 verschiedene Kategorien. Wir haben zum einen mal Tier 0, das wäre das absolut beste Deck. Da kommen wir quasi gerade raus und zwar Snake Eye war das Tier 0 Deck schlechthin. Aber jetzt gab es eine neue Verbotsliste und es gab ein paar Veränderungen, obwohl man sagen muss, dass Snake Eye immer noch sehr dominant ist. Aber sagen wir mal, Snake Eye ist Tier 0 oder Tier 1, darüber kann man sich streiten. Aber da kommen wir zum nächsten Aspekt und zwar Tier 1. Bei Tier 1 handelt es sich um Decks, die zwar Potenzial haben zu gewinnen, aber natürlich nicht so stark sind wie Tier 0. Bedeutet also, wenn du dieses Deck wählst, kannst du durchaus dieses Event gewinnen. Das wäre eben Tier 1. Das bedeutet, falls ihr wollt, dass ich wirklich tryharde, dann müsst ihr bei der Abstimmung Tier 1 auswählen. Jetzt kommen wir mal zu Tier 2. Tier 2 sind Decks, die durchaus nicht schlecht sind, jedoch nicht so stark sind wie die Tier 1 Decks. Ist irgendwie logisch, ne? Diese Decks haben die Chance, gegen die Tier 1 Decks durchaus zu gewinnen, aber haben es deutlich schwerer und es müssen die Karten passen. Bedeutet also auch, ob man anfängt oder nicht, ist zum Beispiel entscheidend. Aber allgemein müsst da mehr mitspielen, damit man gewinnt. Aber es ist eben nicht unmöglich. Bedeutet auch hier kann man durchaus theoretisch toppen oder eben Day 2 kommen, wenn man eben ein Tier 2 Deck spielt. Aber es ist eben, wie gesagt, deutlich schwieriger und braucht man einfach ein bisschen mehr Glück, sind wir ganz ehrlich. Und dann kommen wir zur dritten Kategorie, und zwar Tier 3 bzw. Fun-Kategorie. Und hier ist es so, dass natürlich man ein Deck hat, was gerade mal gegen Tier 2 Decks ankommt. Bedeutet also auch, dass ihr gegen Tier 1 Decks quasi chancenlos seid. Hierbei handelt es sich dann um typische Decks wie Blue Eyes oder Dark Magician. Eben Decks, die nicht wirklich eine Chance haben. Die einfach outdated sind oder nicht genug Support bekommen haben, um oben mitspielen zu können. Weil die Karten einfach entweder gepowercreeped worden sind oder weil eben einfach die Mechaniken, die gerade in der Meta sind, anti zu der Mechanik sind, die man eben spielt. Bedeutet also, hier muss man dann entscheiden, wenn ihr wollt, dass ich ein Deck spiele, womit man schon eine Chance hat, aber eben nicht so eine gute, dann müsst ihr für Tier 2 stimmen. Wenn ihr sagt, ey, ganz ehrlich, spiel einfach mal was richtig Bescheuertes, dann müsst ihr Tier 3 abstimmen. Und dadurch, dass ich die Entscheidung jetzt hier komplett abgebe, bin ich gespannt auf jeden Fall, wie das Ganze laufen wird und natürlich vor allen Dingen, welches Deck ich spielen werde. Denn es ist eine ganz unterschiedliche Herangehensweise. Denn normalerweise gehe ich einfach hin und sage, ja, ich will so oft gewinnen, wie ich möchte. Aber dieses Mal nicht. Denn sollte bei der Abstimmung Tier 2 oder Tier 3 bei rauskommen, dann ist die Einstellung natürlich ganz anders. Denn dann gehe ich nicht hin, um so oft wie möglich zu gewinnen. Nein, nein, nein. Bei Tier 2 kann ich vielleicht mir ein Ziel setzen, zum Beispiel, dass ich nicht negativ gehen möchte. Und das ist schon eine Challenge. Aber bei Tier 3, ganz ehrlich, da bin ich froh, wenn ich hier ein Win hole. Und ja, Leute, wenn der Gegner nicht entscheidet, kriegt man auch ein Win. Das zähle ich aber auch mal nicht mit. Ich muss schon in einem Duell wirklich gewonnen haben. Also wird es eine ganz andere Erfahrung und mal gucken, wie es am Ende wird. Und vor allen Dingen natürlich, was ihr gerne sehen wollt. Natürlich, wenn ihr die erste Abstimmung hier schon abstimmt, könnt ihr schon in den Kommentaren auch gerne Deckvorschläge machen. Das heißt, ihr könnt gucken, was ihr so gerne sehen möchtet. Denn am Ende werde ich dann ja nochmal eine Deckauswahl geben, worüber ihr auch abstimmen könnt. Wichtig, falls euer Deck schon bereits
bereits in den Kommentaren ist, einfach mal ein Like da lassen. Dann ist er eben weiter oben und ist im Top-Kommentar. Dann weiß ich auf jeden Fall, okay, dieses Deck interessiert euch. Und ja, was soll ich sagen? Das ist mal was Neues und ich denke mal, es kann ziemlich lustig werden. Ich werde auf jeden Fall eben mit eurem Deck quasi dann zur Deutschen Meisterschaft gehen. Natürlich werde ich das Ganze vloggen bzw. begleiten, denn das ist mal eine ganz andere Herangehensweise, wie man zu einer Deutschen Meisterschaft geht. Ich gehe mal davon aus, dass ich nicht so viele Wins holen werde, aber letztendlich habt ihr das in der Hand, in denen ihr eben abstimmt. Wie gesagt, geht einfach auf den Community-Tab hier auf den YouTube-Kanal, dort wird die Abstimmung dann jetzt erscheinen und da könnt ihr eben abstimmen. Ich bin echt gespannt, was da sein wird. Wichtig zu erwähnen, die erste Abstimmung wird ungefähr eine Woche gehen, also so 5 bis 7 Tage und dann wird eben die nächste Umfrage stattfinden, wo dann eben die Deckwahl entschieden wird. Das ist natürlich sehr wichtig, dass ich rechtzeitig noch Zeit habe, weil es bringt mir nichts, wenn ich einen Tag vorher das Deck weiß, weil ich muss das Deck ja auch irgendwie erstmal lernen und spielen können und vor allen Dingen es auch haben, weil ja, ne, man muss irgendwie Karten haben. Es reicht nicht nur irgendwie im Kopf, sich das Ganze vorzustellen. Also wichtig, geht zu der Abstimmung, vor allen Dingen auch zu der zweiten, denn da kann man dann am Ende wirklich für das Deck sich entscheiden. Ja, ich bin gespannt und mehr Infos habe ich eigentlich nicht. Ich freue mich auf jeden Fall auf jeden von euch, der dann eben am 15. und am 16. auch da sein wird, denn ich denke mal, dass ich nicht Day 2 kommen würde. Das bedeutet, dass ich an Day 2 auf jeden Fall mehr Zeit haben werde. Bedeutet also, ich kann mit euch schnacken, ich kann auf jeden Fall auch Fotos machen, auch Autogramme, Stift, wird auf jeden Fall eingepackt. Nächstes wie letztes Mal, wo ich ihn vergessen habe, ja, Schande über mich. Aber ich werde auf jeden Fall da sein, aber nicht nur ich, auch die anderen Creator werden da sein, aber da müsst ihr natürlich bei denen fragen und nicht bei mir. Ich bin hier die Auskunft für alle. So, ich bin jetzt gespannt und lasst auf jeden Fall eine Stimme da bei der Abstimmung. Ich bin sehr gespannt und ich wünsche euch jetzt natürlich wie immer einen wunderschönen Tag und wie immer viel Spaß beim Duellieren. We'll be right back.